So, hallo ihr da draußen. Dieses Tutorial mache ich jetzt schon zum dritten Mal. diesmal bin ich besser vorbereitet, 10 Minuten volles Programm hier. Und zwar kümmere ich mich um die Frage, welchen Stift nimmt man eigentlich her für Pen Spinning? Oder sollte ich eher sagen, welcher ist der beste Stift? Oder was wird noch oft gefragt? Was brauche ich für Bedingungen, um einen Stift herzustellen? Ich würde mal sagen, ein schönes Wetter. Na, okay. Kommen wir mal zur Sache, zum Stift. Also, man kann eigentlich mit jedem Stift spinnen. Das ist eigentlich schnurzpiepegal. Ja? Es ist eigentlich, also ich rate eigentlich den Anfängern, immer diesen Stift hier zu kaufen. Diesen Super Pirat, dieser Tintenkiller kann man in der Schule benutzen. So, in diesem Zustand kann man schon, hoppala, mit ihm gut spinnen, ja. Also es geht schon wunderbar, wenn meine... Also das ist übrigens mein First Try heute, ne? Man kann schon was anstellen mit dem, ja? Man kann hier diese einfachen Sachen auf jeden Fall mitmachen. Und dann kann man das hier mitmachen. Es geht halt schon, ja? Gut. So, und dann, wie... So, mit dem kann man kein Background voll zu irgendwas machen. Keine Ahnung. Dann ist es ganz einfach. Und zwar... Ihr nehmt euch einfach x beliebige Stifte, Kugelschreiber oder so, schaut es im Handel nach. Es müssen auf jeden Fall zweimal dieselbe sein, damit der Grip, also der Gummiteil, selbe ist. Ja? Ich habe jetzt hier gestern ja schon mal, weil ich das Tutorial gestern schon gemacht habe, hier schon von einem Stift, von diesen zwei Druckbleistiften, solche Stoff-Grips, also Teile da benutzt. Ne? Und die könnte ich jetzt, also. Das müsst ihr halt machen mit eurem Grip, auf diesen Super Piratkappen draufziehen. Ich mache das jetzt nicht voll, weil dann brauche ich ja Ewigkeiten für, ne? Ich tue es jetzt bloß so ansatzweise drauf. Ihr müsst es natürlich weiter rausschieben oder könnt es auch so machen, mir ist das egal, wie ihr halt wollt, ne? Und dadurch, dass da jetzt die Grips dran sind, ist der Stift außen schwerer. Wenn der Stift außen schwerer ist, wäre schon ein bisschen physikbegabt ist oder denken kann, der weiß, was außen schwerer ist, hat er mehr Drehmoment, dreht sich leichter, okay? Bei dem, wo ich jetzt immer so weit drauf gesteckt habe, geht es natürlich auch schon viel besser. Man sieht, mein Spinning hat sich um einiges verschönert, weil es einfach schöner, smoother, also smoother, flüssiger, whatever geht, ja? Man kann ja Double TA machen, was auch immer, ja? Übrigens, Double TA kann man auch so machen. Geht genauso. Also das war jetzt der beste Einsteigertipp, was man machen kann. Man kann die natürlich weiter modifizieren, dass er noch ein bisschen besser geht. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, kann man sich bei uns im Forum bei penspinning.de sehr kundig machen. Ich möchte jetzt nur zur anderen Geschichte gehen. Welche Stifte, woher bekomme ich die etc., okay? Als erstes möchte ich sagen, Stiftsache ist die, wenn ein Stift in der Mitte leicht ist, außen mehr Gewicht hat, hat er mehr Drehmoment, dadurch spinnt er sich leichter, okay? Dasselbe gilt auch für schwere Stifte. Der hier zum Beispiel hat in der keine Mine drin und ist außen übelst schwer. Das ist der Dr. KT übrigens. Und mit dem sieht dann mein Spinning ungefähr so aus. Natürlich noch um einiges besser. Ihr seht also wirklich den Unterschied. Ja, man kann einiges mit erreichen. Anstatt wenn ich jetzt so ein, das ist übrigens ein Com SSA, ein Computer Design Panel aus Korea. Mit dem hier, der hat nichts an den Seiten, mit dem ist es schon schwieriger zu spinnen. Das sieht auch mein Spinning nicht so schön aus, ich habe viel mehr Hänger da drin, weil sich der Stift einfach nicht mehr so leicht bewegt. Ja? Ist einfach Tatsache, möchte ich nichts wegmachen. Ja? So. Wo bekommt man die Stifte her? Man kann die Stifte kaufen über diese Adressen, wo hier an der Seite dran stehen. Zwei habe ich jetzt da fest. Wie man da einkauft oder so, habe ich keine Ahnung. Bitte im Forum fragen, ich habe noch nie bestellt. Oder man kann meine Methode machen und zwar bestellen. Dann sieht ungefähr so das ganze Zeug aus. Stifte, Stifte, Stifte. RSVP, RSVP. Und zwar zum Beispiel der hier, weil ich gerade RSVP sage. Dieser RSVP hier zum Beispiel ist aus... Steht jetzt nicht mehr dran. Doch, das ist der aus Amerika. Bekommt man aus Amerika, tauscht man mit deutschen Stiften oder so, oder Hybrid-Gel-Stifte zum Beispiel, kann man die ziemlich gut tauschen. Man sieht, man hat in verschiedenen Farben, transparent, alles jetzt aus Amerika. Hier ein Stift aus Japan, da wird dieser Grip hier vorne nur für diesen Stift zum Beispiel verwendet, der hat die dran. Self-Mod, ja.
hier dieser COMSSA, wo es halt in Korea gibt, in Vietnam oder so gibt es die wahrscheinlich auch noch, bin mir jetzt nicht sicher, aber Korea auf jeden Fall. Kurze Unterbrechung, sorry. Gut, also ihr seht, man kann einen Haufen Stifte holen, diese kann man modifizieren und so weiter. Man sieht, hier habe ich einen normalen Bleistift, Deutschland und so. Hier deutscher Mod vom, hier könnt ihr es lesen, Editing 1200. Hier habe ich einfach bloß die Kappe vom Totenstift hinten drauf gesteckt, die Grips drauf, wie ich vorhin bei diesem Super Pirat gesagt habe. Und schon hat man einen deutschen Mod, wo man selber gut spinnen kann. Den kann ich leider nicht so gut modifizieren wie den Super Pirat, weil den könnte ich noch besser modifizieren. Auf jeden Fall, hier deutscher Mod, ne? Ihr seht, es geht einiges, ne? Dann kommen wir jetzt zu meiner schönen Schachtel. Hier sind meine wunderbaren Stifte drin, fangen wir weiter an. Hier Namae Pen Mod aus Japan. Hier auch Namae Pen Mod. Hier sieht man zum Beispiel das Resultat dieser Namae Pen Mod, ist ziemlich leicht. Und dadurch, dass es leicht ist und außen hier jetzt so viel, die Grips, die wiegen schon ein bisschen was, das sind bloß ein paar Gramm, aber das macht's aus, ja. Schon schaut es einfach besser aus, weißt du? Da kann man viel besser spinnen. Oh leck, ich bin's gerade mal gewohnt. Man sieht das halt einfach. Das ist krass, obwohl der nicht so viel wiegt wie der Dr. KT, ja. Das macht halt Drehmoment auch einiges aus. Aber man hat halt das Gefühl nicht, dadurch, dass er leicht ist. Mit dem Dr. KT ist das dann wieder leichter, ja. Hier haben wir so einen Stuhlmod. Der ist in der Mitte voll leicht, außen durch diese Dr. Grip Grips ziemlich schwer. Dadurch kann man halt super gut mit dem spinnen. Und man kann auch weiter sehen. Hier meine COMSSA. Hier seht ihr das, ist schlecht zu sehen. Mit diesen koreanischen Schriftzügen. Wie gesagt, man kann es durch Trades kaufen, wie man auch sonst drankommt, bekommen. Ja? Hier sieht man zum Beispiel ein RSVP, also diesen Stift aus USA Mod. Hat mir der. Hoppa, da geht die Kappe hinten ab. Hat mir jemand gebastelt. Ja? Hier auch einen, diesmal mit Farbe. Das ist jetzt der Stift aus Amerika. Ja. Ist ziemlich leicht, ist ein schwerer Stift zu spinnen. Hier nochmal einer ohne diesen Metallspitzen, beziehungsweise sind kein Metall, eher Plastikspitzen. Kann man auch spinnen, ist aber schwerer. Ja, ihr seht, es hört gar nicht auf, ja. Man kann einiges modden, hier wieder einer aus Japaner Stift. Ich habe viele aus Japan, sehr wenig aus Deutschland. Ich bin halt gern einer, der ein COMSSA nimmt, oder jetzt halt zur Zeit übe ich wieder mit dem Dr. KT, um meine Bass zu verbessern. Man kann echt, also ich habe mit einem Stift angefangen, habe gesagt, ich will bloß einen Stift, und dann plötzlich waren es zwei und dann drei, und ich brauche nicht mehr sagen, ne? Jetzt geht nämlich auch hier weiter. Bitte Lucky Lucky machen. Das ist die andere Tüte, wo ich eigentlich nie spinne. Aber da sind so schöne drin wie der hier, den habe ich vom Leo nachgemacht. Oh, ich finde den so göttlich. Das ist auch der Dr. KT. Das ist auch wieder einer aus Japaner Stift. Hier ein selber gemachten Mod hier. Bleistift ist das, mit zwei Kappen dran und da dran Grips. Der hat so viel Drehmoment, da kann man genauso spinnen wie mit anderen. Der einzige Nachteil ist halt, der Body ist ziemlich dünn. Man gewöhnt sich aber dran. Man braucht bloß einige Zeit, weil ich bin jetzt immer die dicken gewohnt, ja, die dicken Stiftkörper. Und ja, man sieht hier auch noch mal einen anderen Mod, hier einen aus Japan, das ist, geht unendlich weiter. Aber natürlich habe ich auch meine Self-Mods, wo ich früher auch angefangen habe, beziehungsweise hier habe ich einen, der schreibt, auch aus komplett deutschen Sachen gemacht, der schreibt hier. Den habe ich mir gemacht für die Schule. Leider bin ich jetzt nicht mehr in der Schule. Super, ne? Aber mit dem kann man auch spinnen. Das sieht jetzt nicht so toll aus. Ich habe einen schöneren. Aber mit dem kann man genauso gut spinnen, ja? Und schreiben. Also man, es sind keine Grenzen gesetzt, ja? Das war jetzt einer aus Deutschland, der Mod, ja? Nur so zur Info. Ja. Schau mal, hier noch ein Self-Mod, bevor die Zeit vorbei ist. Pelikan-Stift, zwei Kappen rangemacht, einfach wild gekauft, wild zusammenprobiert, schon habe ich einen fertigen Mod, ist zwar lang, aber funktioniert, ne? So, ihr seht, es geht
ich kann unendlich viel machen, ich kann unendlich viel tun. Ihr wisst jetzt, wie man an die Stifte rankommt, durchs Forum, durch Kaufen. Viel Spaß damit, ihr wisst, dass der beste Anfängermod der Superpirat ist. Ich schwöre auf den, echt. Könnte ich mit spinnen jederzeit. Und viel Spaß beim Penspinnen. Macht weiter, übt weiter. Yo.